Die Soldaten- und Reservistenkameradschaft Mosach marschiert zum Kriegerdenkmal am St. Martinsplatz und gedenkt feierlich an die Toten. Zu unserer Gedenkfeier anlässlich des heutigen Volkstrauertages darf ich den Namen der Soldaten- und Reservistenkameradschaft Nordwestmünchen-Mosach begrüßen. Der Bundestagsabgeordnete Bernhard Loos erinnert an die Opfer von Krieg und Gewalt. Sehr geehrte Mosacherinnen und Mosacher, gerade in der heutigen Zeit ist das Gedächtnis an die Opfer beider Weltkriege wichtiger denn je. Jeder von uns weiß, eine lebendige Gedächtniskultur ist nicht nur die Aufgabe von Vereinen, sondern eine kollektive Pflicht aller Bürger unseres Landes. Noch nie in der Geschichte hat es eine vergleichbare Friedensphase in Deutschland gegeben. Ich persönlich möchte nicht, dass der so kostbare und zugleich zerbrechliche Frieden in unserem Land leichtfertig aufs Spiel gesetzt wird. Deshalb ist es umso wichtiger, dass es Sie alle gibt, die auch heute hier sind. Vielen Dank. Der Volkstrauertag ist ein Tag des Rückblicks, der Trauer, des Erinnerns, aber auch des Mahnens. Für Bernhard Loos ist es wichtig, dass wir die Trauer, die viele Menschen verspürt haben und die Leiden und die ganze Situation, die ein Krieg mit sich bringt, dass die der Erinnerung bedarf für alle Zeiten. Weil Frieden ist ein wertvolles Gut, das wir erhalten müssen und das erreichen wir nur, wenn wir die Erinnerung an die Schrecken eines Krieges wachhalten. Mehr als 100 Jahre sind seit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges vergangen und mehr als 70 Jahre seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Helm auf! Beide Kriege haben unermessliches Leid über die Menschen gebracht, in Deutschland, in Europa und weltweit. Das darf niemals vergessen werden.